Und damit herzlich willkommen zurück zu Vampire, die Maskerade Bloodlines. Und wir befinden uns ja, wie ihr seht, wieder in einem Club. Und ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen gemacht. Und zwar habe ich einfach die lizenzierte Musik umbenannt. Also von MP3-Files. Und jetzt werden sie nicht mehr abgespielt. Damit umgehe ich das Problem, dass ich hier so viel nachvertonen muss. Was, gerade weil es oft weibliche Stimmen sind, auf Dauer nicht so gut ist. Auch wenn ich mir natürlich größte Mühe gebe, aber nein, weibliche Stimmen, dann auch auf Englisch. Ja, nein. Gut. Wir waren stehen geblieben. Das können wir doch nicht. Minus der Empire Arms wollten wir. Richtig, richtig. Das Nocturne Theater. Das sind die Skyline Apartments. Ist das was? Ah ja, Empire Arms Hotel. Ich guck mal kurz, was wir hätten ist, aber... Da dürfte, glaube ich... Moment. Wanted to go to the parking lot... Ach, parking... Ach so! Ja, das wäre sogar richtig. Geh da mal hin. Kleinen Moment. Nicht, dass ich hier noch was übersehen habe. Was auch immer die Ecke hier soll. Keine Ahnung. Gut. Aha. Confession, bitch, send you. That she did. Where is money? We just can't make a payment. I'm sure she has a good reason. No money. No money. I don't need to pay anyone. Then bitch, we'll be back next month. Das war einfach. You convince Russians. Okay. Dann sagen wir mal der guten Venus Bescheid, dass das Problem erledigt ist. Das war jetzt relativ einfach. In dem Sinne ist Presence echt praktisch. Ich frage mich aber trotzdem noch, warum die jetzt hier dieses Drehkreuz reingebaut haben. Naja. Ein sehr stiller Club. Schön tanzt ihr. What? What? Das ist ziemlich still hier, du brauchst nicht so schreien. Pass on the message. I can't hear you. Let's talk in my office. Okay. Du brauchst mich nicht anschreien, es ist still hier. Sie sieht ziemlich versteift aus. Well, you certainly did better than my bouncer did. Poor dear Fontaine is neck to the right anymore. Already had a call from Boris. Wasn't too happy about tonight, son of a bitch. Say, how would you like to get into the club business? Ohne Club, it's my lifelong dream. To start this club, I had to take out a significant loan from a king bastard by the name of Boris, and every time I haven't been able to make the monthly plus interest, the bastard takes what he feels is a suitable late fee. My kind of guy. I've got a club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat, misogynistic old man one more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Do this, and I'll make you a silent partner. Du hast echt ein scheiß Leben. What's the catch? Boris is high up in the Russian mafia. Does that make a difference? He's at the Empire Hotel. Always has a few of the fiercest bully boys standing around trying to out-sneer each other. He's got a short temper, and more than likely he's been drinking for the last 4 hours. Here, key to the penthouse level. Interessant. Yep. I don't see enough sitting out there. Trink mal weniger. Wie komme ich denn hier hoch? Jetzt kamen wir auch hier hinten rein. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Wallet. Oh ja. E-Mail. Kommen wir da rein. Slave. Tonight.
From Larry. Ach, den kennen wir doch. I thought we might get together tonight, if it pleases you, mistress. Alles klar. Möchte ich gar nicht genau wissen, was da läuft. Okay. So, wir müssen also ins Empire Arms Hotel. Also diesmal wirklich rein. Dann wollen wir mal schauen. Hallo, Officer. Na? Na, okay. Wartezimmermusik. Ja, sieht sehr interessant aus. Sorry, man. Yes? May I help you? Not right now. Wir sollen doch hier rein, oder? Ja, Penthouse Level. Hey, buddy, go your own way. Guck mal, wenn wir noch was anderes finden. Buy a watch. Buy a watch? Was? Hallo? Sorry, man. Nee. Hier gehen sie wieder ab. Okay. Dieser Spitzenmusik. I beg your pardon. Gott, bin ich froh, dass mir das auch eingefallen ist mit dem Umbenennen oder Löschen der MP3s. Das wäre eine ganze Menge zum Nachvertonen gewesen hier. Ich hoffe, mich sieht jemand. Oh, ich speichere mal lieber, bevor ich hier noch eine Anzeige kassiere. Das ist nichts, gar nichts. Warum konnten wir jetzt hier rein? Wir haben 10 XP. Okay. Okay, jetzt sind wir auf der Bühne. Hi. Nettes Tattoo. Gut, hier ist nichts. Schade. Nö. Ich weiß, wir müssen ganz nach oben. Ich will mal schauen, was ich hier noch finde. Interessant. Sweets. Ah, nein. Keine Chance. 4. Doch, wir haben eine Chance. Auspacks. Oh. Sweets. Wheel Wealth. Okay. Finden wir da was Interessantes? Albany Suite. The Albany Suite. First floor is available next reservation Sunday. Queen Suite. The Queen Suite, second floor, is occupied guest Anders Johansson, booked until on notice. Manhattan Suite. The Manhattan Suite, third floor, is available next reservation Monday. Ithaca Suite. Ithaca Suite, fourth floor, is occupied guest Ashley Jones, booked until tomorrow. Brooklyn Suite. Fifth floor is occupied guest Jezebel Locke, booked until next month. Oh, da sagt mir irgendwie noch was. Mal gucken. Buffalo Suite, ja. Guest Boris Chekhov, booked until indefinitely. Guest Locks. Ja, wahrscheinlich müssen wir nochmal wieder raus. Ja. Guest Locks. Power. Okay, Chekhov. Wir sind Star Trek hier. Steak and Lobster. Planet La Femme. Oder La Femme. $10. Steak and Lobster, $80. Okay. Oh, Johansson. None. Jones. Oh. Jones. Ah. Bottle of champ
de Chartres, $290. Und Jezebel Lock, none. Okay. Ich glaube, die Information hat uns jetzt so nichts gebracht. Komm, if somebody needs a spare keycard, check the computer for the name of the suite first. Use the password wealth. Have a good afternoon. Ups. Okay. Da haben wir uns umsonst reingehackt. Toll. Oh. Kaffee. Hi. Yes? May I help you? Nein. Right. Mist, da hinten ist ein Officer. Also ich kann mich hier nicht bedienen. Schade aber auch. Sorry, I'm afraid I can't help. Okay. Just back off. Back off. Nee, okay. Ja. Gibt es scheinbar auch noch nichts oder nichts? Das ist die Küche. Ein Messer mitnehmen? Fragile. Nö. Nichts. Schade. WC war klar. Aber auch hier finden wir gar nichts. Schade. Oh, da ist jemand, oder? Nee, das sieht anders aus. Die hat er bestimmt irgendwie seine Uhr vergessen. Nicht? Aber... schicke Klos. Schick und sauber. So, dann wollen wir mal hoch zu Boris. Aha. Boris. Okay. Da kommen wir rein. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ich glaube, die nicht, dass die wollen, dass wir hier sind. Okay. Kommen wir da rein. Mal gucken. Wir haben Lockpicking 4. Wir kommen auf 6. Nein. Gut. Hä? Ach so. Maintenance. Mechanical problem, and that the studio is not pursuing legal action against us for the trademark gate's destruction. Whew. Sag nicht, wir finden hier jetzt Glock. Suggests that the warehouse destroyed in the explosion was being used in a weapon smuggling operation and that the source of the detonation possibly came from a military grade explosive. Da kommen wir nicht ran. Authorities say it is still too. Sollen wir lieber speichern? Könnte schief gehen. Not ruled out the possibility. Stay tuned to Channel 3 for further updates. A massive gelatinous creature that washed up on the beaches of Providence, Rhode Island, has scientists scratching their heads. Found by a jogger early on Tuesday morning who says he smelled it a mile away. He was thought to be some form of giant octopus, though marine biologists that have examined the monster have commented that they have never seen anything like it in the cephalopod family before. They speculate that it could be from a yet undiscovered family of sea creatures. An update on the Elizabeth Dane. The ghost ship was towed into county waters off the port of LA. Aha. Police are searching for evidence. Was bringt denn das Buch? Finance. Ja, nice. Finance 4. And whether the ship was being used in drug or terrorist related smuggling. Coast Guard search parties are still patrolling the area where the Dane was first spotted.
though the fate of the crew is still unknown. A recent outbreak of several highly contagious diseases in downtown Los Angeles has CDC officials concerned. Hier finden wir wahrscheinlich nichts. Nein. For a deadly new type of communicable virus, local hospitals started seeing a dramatic increase in the amount of patients with severe respiratory illness. Da will ich rein. Wir müssen es erlauben. Dexterity. Wir wären damit am Maximum, sozusagen, wenn wir. Ja, ich glaube, das könnte sich lohnen. Auch, ja, ist Toreador untypisch. Ja. Aber ich möchte auch ungern was verpassen. Nö, oder? Wir haben das jetzt nicht völlig umsonst gemacht hier. Oh, na, ja, vielleicht nicht ganz. Wo kommen wir denn da hin? Jo. Okay. In both cases, the bodies of the victims were described as torn apart, though details are being withheld from the public at this time. Einmal speichern und gucken, wo wir hier ankommen. Ich glaube, das ist der Raum mit dem Fernseher. Ja. Okay. Oha. Nicht gut. Na toll. Sehr schön. Durch unsere erhöhte Geschwindigkeit kommen wir jetzt sogar mal schleichend irgendwo durch. Ich bin begeistert. Das heißt, wir haben vielleicht sogar auf der Dane eine Chance. Oh shit. Komm schon. Na komm. Ständig daneben gegriffen. Okay. Das geht aber. Ich muss mal eben ganz kurz die Kamera so ein bisschen nach unten ziehen. Ich glaube. So, besser? Ja. Eindeutig. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Das heißt, wir haben gar nicht mehr. So viel über. Hier kommen wir wahrscheinlich zu der Tür. Ja. Gut. Da geht's wahrscheinlich zum Chefe, oder? Hier ist nichts weiter. Hier noch was. Aha, nee. Ah, eine Zahnbürste. Die braucht. Ja, die nehmen wir mit. Natürlich. Gut. Dann. Employees only, mal gucken. Oh, hallo. Ja, gut. Ey! Okay, das war jetzt nie. Nein! Oh oh. Oh oh. Das war der falsche Knopf. Load Game. Achso, er macht verschiedene Quick Saves. Moment, mal gucken. Ja. Puh.
war zu erwarten eigentlich. Hi. That was me. What the hell do you think you're doing? I have business to discuss with you. Spit it out. I do not have all goddamn night. Venus sent me. She wants the club and she wants you out of her life. Aline Caius Volach, stupid, spoiled American child. I give her so much and she spits in my face. Ah. Call of the Depth. Was? For me. Also for me. Tavarish. You make your point. That is all. Tell spoiled girl she get nothing from me ever again. Thank you for your understanding. Verdammt. Ich will aber das Geld haben. Okay. Den Ring darf ich nicht nehmen. Dann nicht. Hey. Sag mal. Sag mal. Ich frag jetzt nicht. Ach so, weil das der letzte Stand war. Alles klar. Gut, dann speichere ich nochmal. Können wir uns ranschleichen und den klauen? Okay, nein. Okay, ist ja gut. Beruhig dich. Ja, müssen wir vielleicht umlegen. Shot was me. Ja, das ist okay. Das kennen wir ja. Well, she believes she has more than paid for it. So, you are girlfriend, eh? You sit in house I pay for, eat chocolate I pay for, and talk about how you're going to cheat club I pay for from me? You are spoiled little girl too. You're right, I'm a little girl, but I'm not spoiled yet. Is that so? I tell you what, little girl. How can we come to agreement? I maybe get you to do something for me instead. Maybe you hand over the deed and I'll let you live. Go back over to stupid club. You find ungrateful little girl there and you kill her. I pay you. Nö. I see she trusts you. For you to do this, it will be easy. No. You will get nothing from me. Go tell that bitch she can pack up little club. Her name is coming off it. Get the hell out of here. Pashli, go. Na gut. Damit kommen wir nicht weit. Also, wir könnten. Aber nein. Wir dürfen nicht noch mehr Menschlichkeit. Wir könnten aber an alle Items hier kommen, und zwar, indem ich einfach mich ein bisschen ernähre. Jetzt dürfte er ja nichts mehr mitkriegen. Danke. Es kann so einfach sein. Schlaf gut, Süßer. Schlaf gut. Ich dachte, ich könnte es anders regeln. Aber nö, ihr wollt nicht. Ach, naja. Hat zumindest ein kleines süßes Träumchen gehabt. Ist zwar sein Club los, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, dann wollen wir mal zurück zum Club. Passt alles noch? Ob sie noch oben steht? Wahrscheinlich. Oh. Oh Gott, dieses Drehkreuz. Wie unnötig. Und ja, ich rieche mich jetzt jedes Mal auf, wenn wir hier vorbeikommen. Jedes Mal. Wo ist denn der Raum? Ach Gott. Ganz am Ende. Dann nicht.
Ew. There you are. Finished yet? Mm-hmm. Let's talk in your office. What? Yeah, I can't hear you. Let's talk in my office. Dieses Lachen gerade war unheimlich. Boris? The debt is off. Yeah, now we're partners. I've got some money to make us. I'll hold your share of the profits. Don't forget to drop by and scoop them up once in a while, hmm? Das sind wir gerne offen. Don't worry, goodbye, Venus. Really, I'd love to hear them, but I've got to go find a new DJ. Our old one's still spinning that Pixie Wavematic 80s Redux electronica. It's so last Friday. Heaps of thanks again. My pleasure. Sehr schön. Dann haben wir hier ziemlich viel erledigt. Ja gut, Elizabeth Day machen wir, sobald wir nichts anderes machen können. The Skyline Apartments 2A. Das gucken wir uns doch an. Das will ich mir so angucken. Obwohl. Ja, doch. Ja, doch. 2A. Skyline Apartments. Nein. Empire Arms. Da. Die Skyline Apartments. Mal schauen, was wir da haben. Die zwei. Na? Ja, toll. Hier gab es einen Toten. Oh, Autoradius. Das gucken wir gleich. Lass mal hier schauen. Na, na, nichts. Nichts, nichts, gar nichts. Schade. Okay. Mr. Milton, you know who this is, and I do hope you realize that we're still on for tonight. Meet me at the agreed upon location across from the bar by the underpass. Bring your associate, Mr. Durbin, as it is a two-man job that I am proposing. With any luck, the two of you are already on your way, and I shall see you soon. Goodbye. Hm? Went to the Skyline Apartments to look for Muddy, but he wasn't there. Instead, you heard another message telling Durbin Milton to meet someone at an unknown location across the street from a bar. Across the street from a bar. Ja, welche Bar? Gut, aber dann sind wir da schon mal schlauer. Schon mal oben, ob wir da vielleicht auch irgendwas finden. Ne, ne, ne. Da vielleicht? Und wir müssen dringend wieder an Menschlichkeit kommen, immer noch. Bis auf 4 runter, ja. Sehr untoreadorhaft. Aha, Kendo for Advanced Students. Das ist die Frage. Wahrscheinlich Mili. Ist einfach mal so eine Vermutung. Können wir lernen? Can't read? You need a melee ability of at least 2 to use this item. Alles klar. Na gut, und ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich mir den Rest des Gebäudes mal angucken. Und dann geht es auch weiter mit. Mal gucken. Was war das? Oh! Ich kann Hotkeys belegen. Sehr gut zu wissen. Auf K. Ja, das Bloody Mercy on the Pier, you weren't able to find anybody else. Brutal Wishes and Beast Like. Gut, da wissen wir jetzt erstmal nichts weiter. Ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!